So, und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier zu einem weiteren Let's Play von Truck Simulator 2. Die letzte Folge hat euch ja sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen dachte ich mir, komm, nehme ich nochmal eine neue Folge auf. Die Fahrt wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Ich habe unterdessen die Audioeinstellungen gefunden. Jawohl, mein Gott, manchmal bin ich einfach irgendwie verpeilt und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das ist natürlich unter System Optionen hier unten Audio. Ne? Also das ist. Ne? So, ich mache jetzt hier mal die Gesamtlautstärke ein kleines bisschen runter, damit einfach alles auch so ein bisschen ja, leiser ist. CB-Funk mache ich, glaube ich, komplett aus, weil CB-Funk haben wir in dem Sinne ja nicht drin. Respektive, wir haben es drin, aber wir nutzen es nicht. Und Navi-Sprache, das ist richtig. Von der Stimme her, ja. Wir können hier übrigens auch noch verschiedene Stimmen auswählen. Dazu werde ich aber mein gesondertes kleines Tutorial machen, wie man die ändert. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir fahren. Wir sagen ja, wir möchten gerne einen neuen Auftrag. Und da bin ich immer so ein bisschen am Hin und Her überlegen, wohin soll es denn gehen? Bern, Bern, Rotterdam, Großbritannien, Salzburg, Innsbruck. Wohin soll es für mich jetzt gehen? Salzburg, Innsbruck, ich meine, ihr seht hier, ich habe hier wahnsinnig viele Strecken, die ich fahren kann. Und ich würde sagen, wir nehmen, na gut, Hamburg, Newcastle wäre auch nicht schlecht, aber das wäre wieder eine etwas längere Strecke. Kommt halt immer auch so ein bisschen drauf an, Hannover, Stuttgart, Baggerlader. Genau, ich würde sagen, wir nehmen hier Hannover, Stuttgart. Das passt, würde ich sagen, soweit. Und ja, wir haben einen Baggerlader. Dann würde ich sagen. Fahrt vorsichtig. Aber immer noch, Madame. So sieht hier unser LKW aus. Ein Mercedes-Benz Actros. Und wenn wir uns hier innen drin auch mal so ein bisschen umgucken, ja, ist natürlich noch jetzt nicht das ganz neue Modell. Ich glaube, der Actros 5. Das ist, glaube ich, das ganz neue Modell. Ich glaube, das hier ist nicht mal ein Actros 4, sondern Actros 3. Wenn ich mir so die Tastenbelegung angucke, das kommt mir doch sehr oldschool vor. Aber nun gut, dann würde ich sagen, ready for the drive. Hupe kontrollieren. Hupe funktioniert perfekt. Ja, und jetzt hat sich tatsächlich mein Aufnahmeprogramm aufgehangen, ey, das gibt's doch wirklich nicht, hey. Seht ihr? Tja, das ist eben jetzt genau die Frage. Nimmt's auf oder nimmt's nicht auf? Da muss ich jetzt mal ganz kurz schnell güchseln, ob das. Nee, alles gut. Also, er nimmt auf, aber irgendwie zeigt es mir auf dem zweiten Bildschirm nicht an. Aber nun gut, dann würde ich sagen: Gang einlegen. Und dann würde ich sagen, ready to drive, ne? Ach ja, genau, ich bin ja auch ein Pechstempel. Ich muss ja. Hoppala. Oh, das war jetzt. Ja. Aua. Mann, das war jetzt wieder so irgendwie typisch ich, ne? Das tut natürlich der Ware überhaupt nicht gut. Ei, 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 ei. Das war jetzt nicht wirklich schlau von mir, würde ich sagen. Ich hoffe, es ist nichts groß zu Schaden gekommen. Oh nee, tatsächlich 0% Schaden. Hätte ich es nicht gedacht. Ich dachte wirklich, da wäre jetzt hier alles in sich zusammengefallen. So, über die I-Taste wie immer können wir ins Informationsdisplay und unsere Informationen abrufen lassen. Ist eigentlich komisch, dass hier OBS Studio irgendwie meint, hier nicht arbeiten zu wollen, hatte ich so jetzt ehrlich gesagt auch noch nie. Nee, also ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich das hier mit OBS Studio hatte, diese Zicken. Ganz am Anfang meinte ich, hätte ich mal irgendwas gehabt in dem Bereich, dass OBS Studio einfach mal meinte, ja, ich habe irgendwie nicht so Bock, irgendwie synchron aufzunehmen.
Aber nun gut. Weiter geht's für mich im Text, würde ich sagen. Wie gesagt, ihr könnt mir wie immer eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Und ich muss wirklich sagen, an der neuen Version, es kann auch wirklich sein, dass ich mich da jetzt täusche, aber ich glaube, die haben an der Grafik auch ein bisschen was gemacht. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr lange Euro Truck Simulator nicht mehr gefahren, tatsächlich. Das ist doch, das ist eine, wie soll ich sagen, eine ganze Weile her, dass ich gefahren bin mit dem Euro Truck Simulator. Von daher, Mann, also, ne, wirklich jetzt. Biege nach links ab. Jawohl, Madame. Wird erledigt. Zu Befehl. Parkbremse mache ich rein, ihr wisst, um einfach auch mal mich so ein bisschen zu entspannen. So, währenddessen im LKW Funk, klar, habe ich natürlich selbstredend drin, aber kein eingebautes Navi. Das ja, war anscheinend dem, wie soll ich sagen, dem, was heißt dem Erbauer, aber dem, der die LKWs kauft, irgendwie zu viel an Geld zum Ausgeben dafür. Aber nun gut, ich will mich nicht beschweren. Immer geradeaus. Jawohl, Madame, das machen wir doch. Biege nach links ab. Was? Ah, Mist. Ja, stimmt. Der vordere Streifen ist ja, wenn es grün wird. Ach Mann, ey. Also das ist wieder so typisch ich irgendwie, ne? Wie könnte es auch anders sein? Ne? Tja. Schauen wir mal kurz. Naja, es war aber sehr lange tatsächlich nichts mehr. Also irgendwie, dass ich mir da jetzt irgendwas zu Schulden kommen lassen habe oder so, das war jetzt sehr, sehr lange nichts mehr. Deswegen würde ich sagen, können wir das durchaus noch, ich sag mal, gerade so durchgehen lassen. Wow, mein Gott, was war denn das jetzt hier gerade? Wow. Mensch. Echt? Ich muss mich doch noch ein bisschen mehr konzentrieren, weil ich habe irgendwie so den Eindruck, ich bin leicht, ja, leicht abwesend. Kommt da irgendwas mit? Kann ich jetzt endlich hier auch mal ein bisschen Vollgas geben, respektive hier den Tempomaten rein. Zack. Taste C und der Tempomat ist drin und ich muss eigentlich nur noch lenken. Ich würde jetzt sagen, ich biege jetzt hier mal in die Mitte ab. Sollte man eigentlich nicht machen, das ist vollkommen richtig. Wenn jetzt wieder einige kommen und sagen, nicht machen. Ja, aber ich weiß, hoppala, ich weiß ja nicht, ob da noch irgendwas kommt oder so. So, und von der Ankunftszeit her, wann komme ich denn da an? Oder wann muss ich da ankommen vor allem? Naja, also ich würde sagen, ich bin eigentlich auf einem ganz guten Weg.
Und solange irgendwie, hoppala, kein Unfall ist oder so, sollte das alles eigentlich ohne Probleme zu bewältigen sein. Jetzt auch gerade sehr, sehr knapp, was die Geschwindigkeit angeht. Aber so ist das halt normal oft. Tanken würde ich vielleicht. Na, das reicht mir eigentlich noch. Also von daher tanken müsste ich, nehmen sie glaube ich jetzt nicht, aber. Tanken tue ich eigentlich nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Weil sonst hast du halt das Problem, dass man je nachdem, ich meine so, da brauchst du auch ein paar Stunden, bis also ein paar Stunden ist übertrieben, aber ich denke mal schon dann 5 Minuten, bis zum LKW voll getankt ist. Na komm, ich mach schnell. So, dann schauen wir mal. Bin ich jetzt irgendwie falsch abgebogen und normalerweise. Ja, ich bin nicht. Ach Gott, ich bin auch wieder. Das ist wieder so typisch ich, ne? Ich bin ja auch völlig falsch, ne, eigentlich. Ich war jetzt gerade da, wo eigentlich PKWs nur, wie sagt man, tanken. Na Gott. Ja, heute bin ich irgendwie so nicht so wirklich zu gebrauchen für irgendwas. Kann auch am Wetter liegen. Es ist irgendwie, keine Ahnung, 32 Grad gefühlt hier im Raum. Ich habe extra den Ventilator abgemacht, dass man den nicht in der Aufnahme hört, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man da irgendwelche Geräusche hört von irgendwas. Ich glaube, da stimmt ihr mir zu, da werden auch wahrscheinlich ganz viele sagen, ja, du hast vollkommen recht und so. Das ist auch so. So, wir haben es noch ja, knappe 5 Stunden, bis wir am Ziel ankommen. Mal gucken, ob ich es ohne Schlafen durchhalte oder nicht. Wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall, ich merke schon, dass ich doch ganz gut beladen bin. Also das merke ich auf jeden Fall. Ja, ich habe mir jetzt mal den Vortritt gegeben, weil ich mir nicht sicher war, ob der wirklich auch jetzt anhalten würde für mich oder nicht. Das war jetzt von der Situation für mich ein bisschen fragwürdig, ob der wirklich jetzt auf dem Pannenstreifen oder ob die KI auf dem Pannenstreifen fährt oder nicht. Weil das ist immer so ein bisschen schwierig. So, Tempomat ist drin. Was seht ihr hier? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das machen wir doch, liebe Lady. Und auf jeden Fall, die Euro Truck Simulator Videos kommen euch ja wirklich gut an. Das sehe ich an den Aufrufen auch. Und
Das will ich jetzt nicht, weil Musik möchte ich jetzt keine hören. Ja, und ihr seht, ich fahre jetzt aktuell tatsächlich hier so ein bisschen Kraut und Rüben. Und dann geht das doch, hoppala. Ja, was jetzt? Ach Gott. Mein Gott, wie ich das hasse mit diesen Autofahren zum Teil. Aber ja, Ankommenszeit. Und wir haben noch über 300 Kilometer. Ihr könnt mir ja mal, als wir 80, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie realistisch findet ihr Autosimulator. Vor allem, wenn auch LKW-Fahrer hier zugucken. Da möchte ich übrigens mal ganz liebe Grüße an den lieben Captain aussprechen. Da ist nämlich so, sein YouTube-Kanal ist der Captain. Der macht ja, sehr viele Videos zum Thema LKW, respektive er nimmt uns immer auf seiner Tour mit nach, ja, das eine war Gaggenau und die andere Tour, also was heißt Tour, er hatte eine Stammstrecke und diese Stammstrecke, die fährt er natürlich gerne, aber vor allem auch, weil er dann immer auch zu Hause ist abends und er fährt, soweit ich das gesehen habe, am sehr, sehr frühen Morgen, ich glaube 2 Uhr, 2.30 Uhr ist Abfahrt vom Hof und meistens so gegen 12, 12.30 Uhr, manchmal auch 13 Uhr ist Ankunft. Aber ja, muss ja auch mal sein, ne? Und von daher, genau, die eine Tour ist ich glaube Gaggenau. Oder er startet von Gaggenau, nee, er fährt nach Gaggenau und dann fährt er zurück. Ja, den anderen Ort, den habe ich jetzt irgendwie vollkommen vergessen, tut mir leid. Da bin ich jetzt irgendwie gerade selber so ein bisschen leicht verpeilt gerade. Aber ja. Wie gesagt, ansonsten bin ich wirklich tiptop zufrieden und so. Und ich schaue mir seine Videos regelmäßig an. Er selber fährt, soweit ich das beurteilen oder gesehen habe, tatsächlich einen Arctros, meinte den Vierer, wobei ich persönlich ehrlich gesagt ihm am liebsten den Fünfer gönnen würde, was auch die Firma tatsächlich hat. Die hat auch einen Fünfer, einen ganz neuen mit zwei Versionen, nämlich, und zwar einen mit Außenspiegeln, so wie hier, und einen mit Kameras. Warum man sowohl das eine als auch das andere hat, entzieht sich mir ein bisschen, aber nur gut. Werden wahrscheinlich günstig gewesen sein, keine Ahnung. Ich persönlich kann wirklich nur sagen, dass ich, ihn sehr, sehr gerne gucke und dass das eigentlich, wenn man das so sagen darf, fast schon meine Bettlektüre ist, eigentlich jeden Abend, bevor ich irgendwie schlafen gehe, dass ich ihn mir angucke. Weil er macht ja Montag, Mittwoch und Freitag-Videos und die sind einfach sehr unterhaltsam und grundsätzlich finde ich einfach auch, wie er die Videos macht, sehr toll. Er verdient damit kein Geld, auch wenn ich der Meinung bin, dass er das durchaus verdient hätte. Vielleicht werde ich ihm mal irgendwas spenden, wenn er den Spende-Button freigeschaltet hat. Werde ich ihm vielleicht mal ein bisschen was zukommen lassen, weil ich finde einfach, zusammen macht einfach toll.
Und ich weiß ja, wie teuer auch Equipment ist. Ist nicht sehr günstig. Kostet halt alles einen auf gut Deutsch Arsch voll Kohle. Und von daher, ja, ne? Ist es halt immer so eine Sache. Aber vielleicht werde ich auch hier mal irgendwann den Actros 5 fahren. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in Euro Truck Simulator 2 Bestandteil ist. Respektive als Euro Truck Simulator 2 damals erschienen ist, ist glaube ich der MP5, also der Mercedes-Benz Truck 5 noch gar nicht draußen gewesen, meine ich. Der kam ja glaube ich erst viel später. Aber wie gesagt, ich lasse mir da gerne eines Besseren belehren, wenn ihr da mehr Infos habt. Bin mir ja gerade auch so ein bisschen in die ganze Thematik am Einlesen mit dem Euro Truck Simulator. Weil ich den einfach auch richtig cool. Opa, die Lenkung ist ein bisschen schwammig. Aber sonst eigentlich alles tippitoppi. Können wir wieder auf normal Licht umstellen hier so. Das war jetzt auch sehr, sehr riskant, weil ich natürlich mir nie so wirklich sicher war, oh, kommt da noch irgendwas oder werde ich gleich irgendwie mitgenommen oder festgehalten oder so. Aber so Videos, so Euro Truck Simulator 2 Videos werden auch in Zukunft öfters kommen, einfach auch mal so ein bisschen als Abwechslung, dass doch mal etwas anderer Content kommt, nicht immer nur Omsi und Tutorials und überhaupt, sondern wirklich auch mal hier was anderes. Wir sehen jetzt auch schon hier. Wieso hast du gesagt, dass ich jetzt mich hier rechts halten soll? Wenn ich doch dann wieder in die mittlere Spur muss. Ach Gott, ich verstehe das System manchmal nicht, das Navi. Da oben fährt ein Kollege von mir rum. Auch nicht schlecht. Und wie gesagt. LKW fahren ist sicherlich eine coole Sache, wobei ich auch deiner Meinung bin, dass die Bezahlung einfach mehr als unfair ist, je nachdem. Also wenn ich jetzt vor allem Deutschland mir anschaue, da muss ich sagen, die Bezahlung finde ich dann doch irgendwo. Naja, ich weiß, ich, wie soll ich sagen? Hoppala. Ich weiß ja nicht, also ich finde die Bezahlung insgesamt einfach sehr mies. Weil, oh, Polente. Weil, wenn ich mir halt überlege, dass man, ja, man hat auch eine Verantwortung gegenüber der Fracht. Und wenn ich mir dann so überlege, wie wenig man da zum Teil kriegt. Weil ich persönlich finde halt, also keine Ahnung, 2000 Euro bei aller Liebe in der heutigen Zeit ist es so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen, es ist nichts, aber man hat eine Verantwortung. Gut, man tut keine Passagiere befördern, wobei da ist der Lohn ja auch, naja, also. Ich weiß nicht, ob ihr den YouTube-Kanal kennt, lohnt sich das? Vom Bayerischen Rundfunk. Da haben sie mal einen von der MVG, von der Münchner Verkehrsgesellschaft interviewt und tja. Also ich muss auch da sagen, lohnmäßig weiß ich jetzt nicht. Also mit dieser ganzen Thematik, zum Beispiel mit der Münchenzulage. Ich finde das sowieso so ein bisschen schwierig mit dieser Münchenzulage. Ich finde, sie sollten einfach ein grundsätzliches Gehalt allen geben. Da braucht es nämlich keine Münchenzulage in meinen Augen.
Was braucht es in München zur Lage? Bin ich ganz ehrlich zu euch. Also ich finde, das ist. Weißt dann hauen sie lieber 1000 Euro netto nochmal on top. Aber irgendwoher muss das Geld ja auch kommen. Wobei ich denke mal, die Verkehrsgesellschaft macht mehr als genug Umsatz. Muss man auch dazu sagen. Und ich denke mal, wisst ihr, das ist auch so ein Punkt, wo ich echt abspucken könnte auf gut Deutsch. Dieser angebliche Fachkräftemangel ist ja auch nur dadurch entstanden. Muss man ganz, ganz ehrlich sagen, weil auch so meiner Meinung nach, da könnt ihr mich gerne korrigieren oder mich da verhassen, aber dass einfach die Löhne einfach im Vergleich zu anderen Löhnen, vor allem in der Schweiz, einfach ein schlechter Witz sind. Ja, wenn ich mir überlege, dass eine Verkäuferin zum Beispiel 1000, 7800 verdient, netto, da muss ich nämlich sagen, sorry, von was will die Frau leben? Von Luft und Liebe oder wie? So, die kann doch, ich sag mal, ihren Lebensunterhalt gar nicht wirklich bestreiten. Da bleibt ja nichts übrig. Und von daher, ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts Ist nehmen. immer, ist immer so eine Sache. Sind wir hier auch Nimm die Ausfahrt gleich? rechts. Achtung, Wow. achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, natürlich, Madame. Das war jetzt gerade mein Fehler. Das hätte jetzt tatsächlich böse ins Auge gehen können. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wann ist denn Ankunft? Da könnte ich rein theoretisch eigentlich sogar noch schlafen. Das Dumme ist halt, komm ich noch mal an eine Stelle, wo ich das machen kann? Oder nicht? Demnächst links abbiegen. Weil ganz ehrlich, zu früh ankommen ist auch nicht Biegen so Sie nach toll. links ab. Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht groß drauf geachtet. Habe ich hier irgendwo noch ein Hostel oder zum Übernachten irgendwas? Aber das wird jetzt natürlich. Das wird jetzt interessant. Ich gucke jetzt gerade mal. Hab ich da wirklich nichts mehr? Weil das Dumme ist, ohne Übernachtung werde ich sehr wahrscheinlich so früh da sein. Und wenn ich so früh da bin, ich tue mal kurz die Frachtpapiere aufrufen. Samstag, ja. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, also das ist natürlich ein bisschen blöd. Da war ich jetzt nicht vorausschauend. Wie gesagt, ich bin heute ein bisschen neben mir so ein bisschen. Aber vor allem liegt das tatsächlich auch an der Temperatur hier. Also das ist einfach nur irre. Nur wenigstens performt mein Wagen gut, also was die Geschwindigkeit angeht. Vor allem wenn ich mir überlege, dass ich ja doch auch ein bisschen was geladen habe. Ja, ich meine, ich habe. Wie viel? 8 Tonnen. Was würde der Captain sagen in Fliegengewicht? Der Captain würde jetzt sagen, ich habe ein Fliegengewicht geladen. Naja, also ich meine, wenn ich mir überlege, dass ich normal sonst irgendwie 18, 19 Tonnen habe. Was sagt der Captain auch? Dann fliegen wir nach Hause. So. Demnächst links abbiegen. Ah, doch, sehe ich hier. Ich sehe eine Schlafstelle. Das ist sehr gut.
Biege nach links ab. Das ist natürlich hervorragend, weil ich dann nicht groß irgendwo anders hin muss. Ja, wir sind ja hier in einem sogenannten Steinwerk, seht ihr? Es ist vorbei. Ja, natürlich ist es vorbei, richtig. Ich werde mich jetzt erstmal hinlegen, weil wenn ich das nicht mache, dann ja, kriege ich ein bisschen Haue. Kurz mal nach draußen gucken, sehe ich hier Parkplatz. Aber ich sehe, zähle ich hier gar keine, aber nochmal. Fahr zwar ein bisschen nach vorne so. Nee. Heiland, zack. Wieso denn das? Dumme ist halt, ich bin jetzt viel zu früh da. Ne? Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Eigentlich zu früh sollte man eigentlich nie da sein. Also, zu früh, ja. Ihr wisst, was ich meine. Dann fahren wir mal kurz mal hier runter schnell, so. Dass wir vielleicht auch hier irgendwo was finden. Und der Captain wird das Video wahrscheinlich sehen und sagen, boah, wie fährt der denn, ey. Seht ihr? Ich hätte hier einen Schlafplatz. So eingezeichnet ist was, aber irgendwie. Ah, hier. Ne, dann mache ich quasi jetzt mal eine Ruhepause. So, und jetzt muss ich natürlich alles wieder hochfahren tatsächlich, kein Joke. Ja, sonst wird das mit dem Abladen nichts, das ist es eben. Da bin ich selber schon ein bisschen schuld, ne, dran, an der Sache, weil Abladen wäre sie die hier. Also von daher muss ich da jetzt wieder hochwackeln und wieder hochfahren. Ach nee, oder? Ah, komm, warte mal, vielleicht muss ich da noch näher ranfahren. Nee? Hä? Ja, ich sehe das Problem. Ja, ich sehe das Problem. Das heißt also, zurückfahren. Das heißt quasi alles jetzt außenrum fahren, weil sonst ja, komme ich hier nicht mehr raus. Das ist ja auch doof.
Aber naja, wie gesagt, da bin ich selber schuld. Da muss ich, glaube ich, keinem die Schuld geben dafür, ne? Wehe, da ist jetzt auch zu, dann ist ganz doof, aber ne, da ist offen. Perfekt, seht ihr? Eingabe, will ich ihn einparken? Tatsächlich diesmal nicht. Also ich verzichte freiwillig auf die extra Punkte, weil, nee, muss nicht sein. Aber, seht ihr, Fähigkeitsrang, Bonus für hochwertige Fracht, Bonus für Fernfahrt, perfekt. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.